Felsenküste der Algarve. Steil abfallende Cliffs vor blaugrünem Meer. Kristallklares Wasser und herrliche feinsandige Strände. Während Millionen Touristen in den Süden strömen, sind die Steilküsten der Westalgarve noch ursprünglich und wenig besucht. Hier ist das Klima rauer, das Wasser kälter, der Wind stärker und die Wellen höher. Genau deshalb will Luis Duarte nirgendwo anders leben. Das Meer vor Valle do Bispo ist Luis' bevorzugtes Surfrevier. Hier sind die Wellenreiter unter sich. Artisten auf dem Bodyboard. Manchmal sind die Wellen riesig. Trotzdem versuche ich immer, eine noch größere und gefährlichere zu erwischen. Das ist für mich der Kick, das Meer herausfordern, es zu erobern. Auch in seinem Beruf muss Luis jeden Tag aufs Neue das Meer bezwingen. Mit seinem Freund Paulo klettert er frühmorgens die Steilküste hinab. Die beiden sind Perseberos. Sie pflücken Entenmuscheln. Der Name ist allerdings irreführend. Persebes sind keine Muscheln, sondern Krebse. Eine absolute Delikatesse. Auch deshalb, weil sie auf Felsen und Klippen im Meer leben und man nur schwer an sie herankommt. Außer dem Taucheranzug und den Knieschonern brauchen Luis und Paulo nur einen Spachtel, ein Seil und ein kleines Netz. Heute sind die Bedingungen schwierig. Bei Vollmond wird das Meer oft stürmischer und gestern war Vollmond. Wir versuchen wenigstens 2 oder 3 Kilo zu pflücken. Das wäre schon ein ganz guter Verdienst. Mehr wird heute wohl nicht möglich sein. Es ist zu windig. Wir werden sehen. So gut es geht, versuchen sich die Muschelpflücker zu sichern. Die Persebes-Kolonien wachsen an den unzugänglichsten Orten. Auf Felsvorsprüngen und in kleinen Höhlen in der gischtüberfluteten Zone zwischen Land und Meer. Die Entenmuscheln sitzen am Felsen fest. Mit unserem Werkzeug trennen wir sie so ab. Das ist relativ einfach. Wir versuchen immer, dass ein bisschen vom Fels noch dran bleibt. Dann bleiben sie länger frisch. Die besten, fleischigsten Exemplare sind am schwierigsten zu pflücken. Entenmuscheln fühlen sich dort am wohlsten, wo die Brandung am wildesten tobt. Wir riskieren hier jeden Tag unser Leben. Wir beobachten das Meer genau, aber die Natur ist unvorhersehbar. Und so vorsichtig wir auch sind, es kann immer eine Welle kommen, die zu groß ist und dich mitnimmt. Es sind schon einige beim Persebisch-Pflücken gestorben. Diese Bilder hat Luis selbst mit einer Kopfkamera gedreht.
Die beiden Männer nehmen das Risiko in Kauf. Denn mit Entenmuscheln verdient man gut. So ist jeder Tag ein Ringen mit der Natur. Das ist meine eigene Schuld. Dreh niemals dem Meer den Rücken zu, niemals. Und respektiere die Seele des Meeres. Wir versuchen unbedingt, Unfälle zu vermeiden. Denn wir können es uns nicht leisten, krank oder verletzt zu Hause zu sitzen. Wenn wir nicht arbeiten, verdienen wir auch kein Geld. Deswegen müssen wir umso vorsichtiger sein. Die Schürfwunde hindert Paolo nicht daran, weiterzumachen. Doch das Meer ist inzwischen zu aufgewühlt. Das wäre zu gefährlich. Die beiden brechen ab. 2 Kilo. Das sind ungefähr 2 Kilo. Das ist mehr Geld, als viele am Tag verdienen. Aber es ist nicht nur das Geld. Es gibt dir Selbstvertrauen, wenn alles gut gegangen ist. Du hast dich mit dem Meer und der Natur auch unter schwierigen Bedingungen gemessen und es wieder geschafft. Du fühlst dich als Sieger. Luis und Paolo werden jetzt ihre Entenmuscheln an ein Restaurant verkaufen und morgen wieder Kopf und Kragen riskieren. Ein paar Kilometer entfernt der südwestlichste Punkt Europas, das Cabo de São Vicente. Hoch über dem Atlantik thront der Leuchtturm, dessen Lichtkegel noch in 60 Kilometern Entfernung zu sehen ist. Früher galt das Kap als das Ende der Welt, bis Christoph Kolumbus kam. Für deutsche Algarve-Urlauber gehört es fast schon zum Pflichtprogramm. Eine Bratwurst am Cabo de Vicente. Seit 1996 verkauft Wolfgang Bald mit seinem Team Nürnberger und Thüringer Würste an vorwiegend deutsche Touristen. Hallo, bitte schön, was darf ich sein? Eine Thüringer, bitte. Bitte schön. Davon steht noch Senf und Ketchup. Wir sind eigentlich hängen geblieben mit dem Wohnmobil. Und im ersten Jahr, ich bin nicht Fischesser, also da war es schwierig, vor 20 Jahren hier was Vernünftiges, Fleischiges zu essen zu bekommen. Fisch war hervorragend ausgezeichnet, aber mit Fleisch war es also weniger gut. Und da habe ich richtig gehungert. Und im nächsten Jahr war ich schlauer und habe mir aus meiner Heimat Nürnberger Bratwürste in Dosen mitgenommen. Und am Campingplatz hier in Sagres habe ich dann Samstag diese Dosen geöffnet und auf den Grill gelegt. Und der Duft hat also innerhalb von, ich sage mal, 10 Minuten bestimmt 30, 40 Urlauber angezogen. Und die wollten alle wissen, wo man das kaufen kann. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre eigentlich eine Marktlücke. Und so steht zwischen Reisebussen und Souvenirshops der fahrbare Imbiss von Wolfgang und Petra Bald. Die Ware kommt per Luftfracht und ein Zertifikat gibt es gratis dazu. Wir bestätigen hier mit der oben genannten Person, dass sie den südwestlichsten Punkt des Festlandes von Europa und das heilige Cabo de São Vicente mit einem Besuch beehrt hat. Stempel, Unterschrift. Wie es gehört. Und das ist ein kleines kostenloses Souvenir für unsere Kunden. Und ich glaube, zwischenzeitlich dürften ungefähr so 600.000, 700.000 Zertifikate in deutschen Fotoalben
liegen und es kommt sehr gut an. Also es macht auch Freude. Man merkt es an den Leuten, die freuen sich immer, wenn sie Zertifikat kriegen von uns. Weil deswegen kommt man ja hierher ans Kap. Die Biker aus Dresden müssen in ein paar Tagen wieder nach Hause. Das Zuhause der Balz bleibt die Algarve. Ich habe auch nicht vor, Portugiese zu werden, das ist Quatsch. Also ich bleibe meinem Franken schon treu. Und wie gesagt, es ist eine schöne Erfahrung. Wir sind auch nicht umgestiegen oder ausgestiegen, sondern wir sind umgestiegen in ein interessanteres Leben. Nur einige Seemeilen östlich vor der Hafenstadt Lagos. Eine der größten Sehenswürdigkeiten in ganz Portugal. Die Ponta da Piedade. Ein einzigartiger Küstenabschnitt mit wild zerklüfteten Klippen, bizarren Felsformationen und unzähligen Grotten. Wie gigantische Skulpturen ragen die Felsen aus dem Meer. Lagos ist einer der ältesten Orte an der Algarve. Trotz vieler Touristen hat sich die Kleinstadt noch ihren Charme bewahrt. Lagos war im 15. Jahrhundert Ausgangspunkt zahlreicher Afrika-Expeditionen unter Heinrich dem Seefahrer. Die Schiffe brachten Gold, Elfenbein und Pfeffer ins Königreich. Und Sklaven. Vor dem Zollhaus am Platz der Republik wurden die ersten Schwarzafrikaner öffentlich versteigert. Der Beginn des Sklavenhandels in Europa. Von Lagos aus wurden Hunderttausende Gefangene nach Brasilien verschifft, um dort auf Plantagen oder in Minen zu schuften. Aus dieser Zeit hat das andere Lagos, die größte Stadt Afrikas, ihren Namen. Das Casa de Isabel, eine Institution an der Algarve. Portugiesen haben eine Vorliebe für Kuchen, Gebäck und Desserts. In Lagos gibt es für die kalorienreichen Süßspeisen sogar eine eigene Messe. Seit 12 Jahren hat Isabel Ramos die Konditorei. Für ihre Kreationen benutzt sie viel Eigelb und Zucker. Und typische Zutaten der Algarve. Mandeln, Feigen, Johannesbrot. Wir sind ein Land mit einer langen Tradition in Süßspeisen. Vor allem, weil wir hier so viele Mandeln haben. Vielleicht sind wir deshalb solche Naschkatzen. Es kommen auch viele Touristen zu uns. Nicht nur portugiesische, auch ausländische. Und die essen unsere Kuchen auch sehr gerne. Viele Rezepte gehen auf die Mauren zurück, die jahrhundertelang die iberische Halbinsel beherrschten. Vor allem die Marzipanspeisen. Die Präsentation ist mindestens so wichtig wie der Geschmack. Das Backen ist eine Kunst und ein Vergnügen. Man muss es mit viel Liebe machen und das muss der Kunde auch spüren. Ohne Liebe und viel Geduld geht das nicht. Auch Lucilia Baptista backt leidenschaftlich gern. Sie wohnt in Espich, einem Vorort von Lagos. Tá bom, tá bom.
Lucilia ist eine kleine Berühmtheit an der Algarve. Denn sie kann Süßspeisen machen wie sonst niemand. Regelmäßig gewinnt sie bei den Wettbewerben der Region den ersten Preis. Lucilias Spezialität ist Gebäck aus Marzipan. Sie formt die Rohmasse zu wahren Kunstwerken. Ich war immer geschickt mit meinen Händen, schon in der Schule, wenn wir getöpfert oder mit Knete Dinge geformt haben. Und dann habe ich viel von meiner Mutter abgeguckt. Sie hat oft gebacken, zu allen möglichen Anlässen. Mit 14 Jahren hat Lucilia zum ersten Mal an einem Wettbewerb einer Konditorei-Innung teilgenommen. Seitdem nutzt sie jede freie Minute, um ihre Kunst zu verfeinern. Doch als berufstätige Frau und Mutter von drei Kindern bleibt nur wenig Zeit. Es gibt Tage, da stehe ich um 3 oder 4 Uhr morgens auf, um zu backen. Wenn es sein muss, mache ich das auch 7 Tage hintereinander. Da schlafe ich wenig, weil ich um 9 Uhr arbeiten muss. Das geht nur, weil ich mit Leidenschaft dabei bin. Seit 22 Jahren betreibt Lucilia gemeinsam mit ihrer Schwester einen Friseursalon. Das Geschäft läuft recht gut. Das gemeinsame Arbeiten mit der Schwester macht ihr Spaß. Und doch denkt Lucilia immer öfter daran, ihre Passion zum Beruf zu machen. Ich arbeite gerne in dem Salon. Als ich jung war, konnte man mit Süßspeisen kein Geld verdienen. Heute schon. Wenn man eine Konditorei aufmacht oder für einen großen Betrieb backt, kann man schon davon leben. Lucilia geht auch in Schulen, um Kindern zu zeigen, was sie kann. Und vielleicht eröffnet sie bald mit ihrer ältesten Tochter eine eigene Konditorei. Weiße Strände, warmes Wasser und ein angenehmes subtropisches Klima. Der Süden der Algarve gehört zu Europas beliebtesten Ferienzielen. Zwischen Lagos und Faro herrscht Hochbetrieb. Nicht nur in der Hauptsaison. Yachthäfen und Golfplätze, Bettenburgen und Partymeilen. Mehr als 5 Millionen Urlauber strömen jährlich an Portugals Sonnenküste. Wer Ruhe sucht, geht ins Hinterland, in die Berge der Serra Monchique, wo noch die Landwirtschaft das Leben der Menschen bestimmt. Manuel João Fortes ist Tirador, Korkschäler. Von Juni bis August ist Erntezeit. Da ist Manuel mit seinem Lastwagen fast pausenlos unterwegs. Er arbeitet seit 40 Jahren mit Kork. Schon sein Vater war Tirador. Manuel gehören einige Hektar Land in der Serra de Monchique. Seine eigene Montado, wie Korkeichenplantagen in Portugal heißen.
Wenn ich eine Korkeiche sehe, weiß ich sofort, was ich tun muss. Diese schneide ich zuerst hier und dann da und dann in der Mitte. Beim Schälen der Rinde muss der Tirador äußerst vorsichtig sein. Sehen Sie? Ich habe die Rinde entfernt, ohne in den Stamm zu hauen. Das ist das Wichtigste. Den Baum nicht mit dem Beil zu verletzen. Letztes Jahr ist das bei einer Eiche passiert. Nur ein kleiner Schnitt. Und schon hat der Baum seine Kraft verloren. Portugal ist weltweit führend in der Korkproduktion. Die meisten der großen Plantagen liegen weiter nördlich, in der Region Alentejo. Doch der Kork der Algarve, sagt Manuel, ist der beste des Landes. Das ist eine gute Qualität. Die Konsistenz ist wichtig. Es muss fest sein. Und ohne viele Löcher, möglichst geschlossen. Die Reife ist natürlich auch wichtig. Dieser hier wurde das letzte Mal vor 10 Jahren geerntet. Früher hat man das alle 9 Jahre gemacht. Heute wartet man meistens 10 bis 12 Jahre. Der Ort São Brás de Alportel ist die Kork-Hauptstadt der Algarve. Hier verarbeiten mehrere Firmen den Rohstoff weiter. Hauptsächlich zu Korken. Aber auch als Dämmstoff und Bodenbelag wird Kork benutzt. Und es gibt immer mehr modische Accessoires aus dem Naturprodukt. Manuel ist Mitte 60 und den ganzen Tag im Einsatz. Er ist schnell, braucht höchstens eine halbe Stunde für einen Baum. Korkschäler werden gut bezahlt. Sie sind hochqualifiziert und nicht durch Maschinen zu ersetzen. Und ihr Job ist gefährlich. Klar ist das riskant auf dem hohen Baum. Aber es muss eben gemacht werden. Es ist hart, aber es macht auch Freude. Außerdem bin ich schon abgehärtet. Und am Ende des Tages entspannt man und dann kommt der nächste Tag. So ist das eben. Ist der Baum geschält, wird er noch gekennzeichnet. Mit der Jahreszahl und den Initialen des Tiradors. Wie bei einem Künstler und seinem Gemälde. Zurück an der Küste, östlich von Faro. Hier erstreckt sich über 60 Kilometer das Naturschutzgebiet Ria Formosa. Eine einzigartige Lagunen- und Dünenlandschaft, durch Inseln und Sandbänke abgeschirmt von der Brandung des Atlantiks. Dieses Ökosystem entstand 1755 bei einem großen Seebeben. Es ist Brutstätte und Zufluchtsort unzähliger Vogelarten. Eine wirtschaftliche Nutzung des Gebietes ist nur auf ausgewiesenen Flächen erlaubt. Muschel- und Austerzucht, ein wenig Ackerbau und die traditionelle Meersalzgewinnung. Mario dos Santos ist von Beruf Buchhalter.
Aber seit 10 Jahren arbeitet er als Salinero. Er erntet Salz. So wie es schon die Römer gemacht haben. Man muss aufpassen, dass man mit dem Rechen nicht auf den Boden kommt. Sonst vermischt sich das Salz mit Schlamm und dann ist das Salz nicht mehr so weiß. Das sieht ganz einfach aus, ist es aber nicht. Aber mit der Zeit kriegt man den Dreh raus. Während der Salzernte arbeiten Mario und seine Kollegen den ganzen Tag in den Salinen. Von Juni bis September. An manchen Tagen ist es 40 Grad heiß. Das geht an die Substanz. Dann brauchst du eine Sonnenbrille, musst dich gut einschmieren und viel trinken. Und du musst es etwas ruhiger angehen lassen. Mit ihrem Rechen schöpfen die Salineros die salzigen Kristalle ab, die sich in den Monaten zuvor in den Salzgärten gebildet haben. Auch hierzu braucht es eine spezielle Technik. Am Ende des Tages gucken wir uns unsere Hügel an, wir sagen Klippe dazu und jeder möchte den besten haben. Wir wollen alle der Cristiano Ronaldo des Salzes sein. Für mich ist heute mein Kollege, Senor José Cristiano Ronaldo. Wobei Jorge auch gut war. Okay, der ist dann eben Messi. Lange Zeit gab es kaum Bedarf an dem traditionell gewonnenen Salz. Es war zu teuer. Die meisten Salzbauern gaben auf. Erst der Trend zur bewussten Ernährung brachte das Comeback. Heute gehören die Bassins der Salzgärten wieder zum gewohnten Bild an der Algarve. Flor do Sal, Salzblume. Die hauchdünne Kristallschicht an der Wasseroberfläche. Es ist das teuerste Produkt. Weißes Gold, sagen die Salineros. Flor do Sal entsteht nur, wenn es heiß und windstill ist. Wir sind von Petrus abhängig. Er ist unser Heiliger, der uns die Sonne bringt. Wenn es ein guter Sommer mit viel Hitze und wenig Regen ist, dann wissen wir, wir haben ein gutes Weihnachten. Wir haben dann zwar viel Arbeit im Sommer, aber mit Sicherheit ein gutes Weihnachten. '87 wurde die Ria Formosa als geschützter Naturpark ausgewiesen. So blieb dieser Teil der Algarve vom Massentourismus verschont. Die Badestrände liegen auf Inseln und sind nur per Fähre oder mit einer kleinen Eisenbahn zu erreichen. Am Strand von Baril war früher eine Fangstation für Thunfische. Die kilometerlangen Netze wurden mit Ankern befestigt. 1966 wurde die Station aufgegeben. Geblieben ist der Friedhof der Anker. Sobre Patas, auf Pfoten, ein mobiler Hundesalon. Carla und Sonja Peralta besuchen Kunden. Die Schwestern sind Hundenarren. Das brachte sie auf eine Geschäftsidee.
Sie kauften sich einen Transporter und statteten ihn mit allem aus, was man zur Pflege der Vierbeiner braucht. Der Salon läuft gut, denn es gibt viele Hunde an der Algarve. Mit dem kleinen Unternehmen finanzieren die Schwestern ihre große Leidenschaft. Die Zucht von portugiesischen Wasserhunden. Die zotteligen Tiere sind in aller Munde, seit mit Bo Obama ein portugiesischer Wasserhund der First Dog der USA ist. Sie heißen zwar Wasserhunde, aber sie sind nicht verrückt nach Wasser. Wenn ihr Besitzer es will, gehen sie ins Wasser. Aber es braucht immer einen Grund. Zum Beispiel Stöckchen holen. Linda! Ah, que lindo! Der portugiesische Wasserhund war schon fast ausgestorben. Anfang der 70er Jahre gab es weltweit nur noch 50 Exemplare. Dann unterstützte der Staat die Aufzucht. Die Art war gerettet. Doch den meisten Züchtern ging es vor allem um die Schönheit der Tiere. Leider finden sich die Hunde immer weniger im Wasser zurecht, weil dieser Instinkt zu wenig gefördert wird. Wir versuchen, das zu ändern. Wir wollen wieder den wahren portugiesischen Wasserhund züchten. Den, der den Fischern bei der Arbeit geholfen hat. Abend im Nationalpark Ria Formosa. An einem Lagunenstrand arbeiten Carla und Sonja mit ihren Hunden. 18 Tiere haben sie derzeit. Im Jahre 2002 hat der Staat aus Geldmangel die Zucht der Hunde im Nationalpark eingestellt. Eine Chance für Carla und Sonja. Nach und nach fanden sie Helfer, die einzelne Tiere zu sich nach Hause nahmen. So müssen die Hunde nicht mehr in Zwingern gehalten werden. Es geht mir nicht darum, mit den Welpen viel Geld zu verdienen. Ich will, dass sich die Rasse verbreitet. Ich möchte, dass die Leute die Vorzüge des portugiesischen Wasserhundes kennenlernen. Diese Hunde gehören zu Portugal. Ich finde es sehr wichtig, dass wir unsere Traditionen bewahren. Die Schwestern zogen aus dem Norden Portugals an die Algarve. Als sie die Hunde mit den gewellten Haaren sahen, war es Liebe auf den ersten Blick. Ihr Temperament ist so ähnlich wie meines. Manchmal ein bisschen durchgedreht und dann wieder ganz ruhig, wenn es sein muss. Sie wissen, wann sie spielen können und wann sie arbeiten müssen. Sie sind ein bisschen eigensinnig und dickköpfig, wie alle Portugiesen. Manchmal machen sie, was sie wollen. Aber sie sind doch sehr auf ihren Besitzer fixiert und deshalb auch gehorsam. Portugiesische Wasserhunde gelten als außergewöhnlich intelligent und gutmütig. Deshalb werden sie häufig als Therapiehunde eingesetzt. Ihre Bedeutung für die Fischerei haben sie verloren. Technik an Bord hat das Gespür der Hunde längst ersetzt. Dennoch macht Carla Peralta mit ihren Schützlingen regelmäßig Bootstouren. Sie will erhalten, was die Tiere jahrhundertelang auszeichnete. Bereits die Römer berichteten bei der Besetzung der Iberischen Halbinsel von fischenden Hunden.
Meistens waren zwei Hunde an Bord. Sie konnten Schwärme riechen, trieben Fische ins Netz und bewachten das Boot und den Fang. Viele Fischer hatten nur kleine Boote. Wenn die Hunde dann wie wild auf dem Boot getobt hätten, wäre es gekentert oder jemand wäre ins Wasser gefallen. Der Hund wusste genau, wann er ruhig bleiben musste und wann er gefordert war. Heute hat Carla Brisa und Sol mitgenommen. Die beiden Hunde sollen Apportieren üben. Kommt! Kommt rein! Sol mag das kalte Wasser nicht. Aber Brisa ist in ihrem Element. Die Hündin gewinnt bei den Wettbewerben der Züchter regelmäßig Preise. Die Strömung ist heute sehr stark. Zu stark für Sol. Und auch Brisa kann nicht so recht zeigen, was sie drauf hat. Die alten Fischer erzählen immer, dass die Hunde 2-3 Kilo schwere Fische gefangen haben und dass sie 5 Meter getaucht wären. Also ich fische ja nicht, aber ich habe so etwas noch nicht erlebt. Es waren schon öfter Fische in der Nähe, aber noch nie ist einer meiner Hunde denen nachgeschwommen. Es wird auch erzählt, die Hunde hätten Fischern in Not das Leben gerettet. Seemannsgarn? Es gibt viele schöne Legenden über die Hunde. Ich finde, man sollte sie auch erhalten. Ob sie allerdings stimmen, kann ich nicht sagen. Tavira, das Venedig der Algarve. Für viele die schönste Stadt der Region. Obwohl auch Tavira vom Tourismus lebt, geht es hier noch recht beschaulich zu. Tavira war lange Zeit die Hauptstadt des Thunfisches. Doch vor 40 Jahren gingen die Bestände vor der Küste drastisch zurück. Heute fangen die Fischer von Tavira und dem Nachbarort Fuseta vor allem Tintenfische. Und dabei spielen Tonkrüge die Hauptrolle. Antonio Domingos de Jesus fährt jeden Tag zum Fischen in die Lagune hinaus. Er ist 80 Jahre alt. Einen Motor kann Antonio sich nicht leisten. Die Benzinkosten sind zu hoch. Also rudert er. Ich rudere gerne, es hält mich fit. Wenn ich nicht arbeite, fühle ich mich nicht gut. Beim Rudern bin ich aktiv und bekomme kräftige Arme. Antonio fischt Tintenfische. Am Tag zuvor hat er seine Köder ausgelegt. Doch an seinem Seil hängt kein Netz, sondern ein Krug aus Ton. Dieser ist leer, aber schon beim nächsten hat Antonio mehr Glück. Im Tonkrug ist es schön warm. Das zieht die Tintenfische an, sie schwimmen rein und rollen sich zusammen. Wenn etwas zum Essen drin ist, umso besser. Aber sie fühlen sich auch ohne Köder in dem Krug wohl. Viele seiner Kollegen arbeiten mit moderneren Methoden. Sie locken die Tintenfische in kleine Käfige, die sich dann selbst verschließen. Ich mag diese Dinger nicht. Ich fische lieber mit den Tonkrügen.
Aus den Käfigen kommt niemand wieder raus. Da sterben auch die kleinen Tintenfische, die man gar nicht fischen sollte. Im Krug passiert das nicht. Da schwimmen die Tiere rein und raus. Antonio fängt nicht nur Tintenfische, sondern auch Chocos. Eine Siebchenart, die an der Algarve sehr verbreitet ist. Dazu benötigt er nur einen Metallköder und einen Faden. Mit einer speziellen Technik lockt er die Chocos an. Nachdem er 4 Tiere gefangen hat, macht sich Antonio auf den Heimweg. Einen Tintenfisch wird er selbst essen, die anderen verkauft er. Morgens stehe ich um 5 Uhr auf und gegen 6 fahre ich wieder raus. Dann fische ich 3 Stunden, länger nicht. Und dann gehe ich wieder an Land. So ist es. So ist mein Leben. Ich mag das. É minha vida esta, mais nada. Eu gosto.